Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem soll es um die Anschaffungskosten einer Rennmaus oder besser zwei Rennmäusen gehen. Ich habe immer so ein bisschen überlegt, wie teuer denn jede Komponente so ist und wir fangen jetzt einfach mal an. Also, als einmalige Kosten stehen natürlich die Rennmäuse. Man sollte auf jeden Fall zwei Tiere holen und nicht unbedingt mehr, aber dazu habt ihr in meinen anderen Videos ja hoffentlich auch schon was gesehen. Zum Thema Vergesellschaftung, da rede ich auch darüber, warum es sinnvoll ist, lieber zwei Tiere zu halten und nicht mehr. Ja, wo bekomme ich denn meine Tiere her? Also, es gibt viele Orte, man kann zum Beispiel auch bei eBay Kleinanzeigen schauen. Was ich aber am liebsten mache, ist zum Beispiel vom Züchter zu holen. Man sollte das nicht unbedingt, also wenn ich mir einen Hamster hole, dann hole ich den auch lieber aus dem Tierheim, von der Hamsterhilfe. In meinem Fall ist es aber so, wenn eine Rennmaus neu vergesellschaftet werden muss, geht es mitunter halt sehr viel schneller, also ein kleines Jungtier beim Züchter zu finden. Deswegen Züchter meistens dann, wenn eine Zweitmaus zugesucht werden sollte. Natürlich kann man auch seine zwei ersten Mäuse bei einem Züchter holen. Und wenn man halt wissen will, was für Züchter es denn so gibt, kann man dann auf rennmaus.de schauen. Dort gibt es unter dem Thema Zucht eine Liste, eine Clanliste. Ich habe hier zum Beispiel die Clanliste 2018. Da kann sich jeder Züchter eintragen mit dem Namen und dem Bundesland, der Homepage, zum Beispiel Facebook-Seite etc. Und dann gibt es hier eine kleine Übersicht. Momentan fängt die natürlich erst an. Wir haben ja noch nicht lange 2018. Da kann man hier halt, wie gesagt, den Clannamen lesen. Dann den Standort und hier sich auf der Homepage schlau machen, auf der Facebook-Seite. Und hier sind dann auch oft noch kleinere Informationen und Bilder. Ja, die rennmaus.de-Seite sagt aber auch, dass sich jeder Züchter dort selber eintragen kann und es halt keine Gewährleistung gibt, dass es ein seriöser Züchter ist. Ich kann euch gerne mal die Seite zeigen von dem Züchter, wo ich den kleinen Twix her habe. Dort kann man zum Beispiel sehen, welche Zuchtmäuse es gibt. Steht hier so eine kleine Liste. Auf jeden Fall kann man sich bei jedem Züchter über die Mäuse informieren. Das ist natürlich sehr spannend, wenn hier die ganzen Zuchtlinien stehen. Da kann man sich halt ein bisschen informieren. Bei einem Züchter kostet so eine Maus zwischen 20 und 50 Euro. Das heißt, wenn man zwei Mäuse nimmt, ist man dann ungefähr bei, ja, 40 bis 100 Euro. Eine Alternative halt zum Züchter gibt es natürlich auch. Eine schöne Alternative ist zum Beispiel das Mäuseasyl. Dort kann man auch Mäuse finden zum Adoptieren. Dort habe ich nämlich auch den kleinen Capo hierher und Schoko. Die habe ich dort gesehen, hier im Forum. Kann man anklicken. Hier ist das Forum des Mäuseasyl und hier kann man dann halt sehen, Vermittlung von Mäusen, Farbmäuse suchen ein Zuhause, Rennmäuse. Kann man einfach mal anklicken, sich ein bisschen durchklicken. Vielleicht ist ja was in der Nähe. Zum Beispiel Capro und Choco, die kamen halt überhaupt nicht aus meiner Gegend. Die sind per Mitfahrgelegenheit zu mir gekommen. Die waren wirklich 6 Stunden von mir entfernt. Aber ich habe mich sehr in die verliebt und haben wir das halt so arrangiert. Also man muss nicht immer schauen, dass was aus der Nähe kommt. Man kann das auch problemlos per Mitfahrgelegenheit sehen. Wenn man jetzt sagt, man möchte unbedingt hier aus Bielefeld diese beiden süßen Mäuse haben, weil genau das passt. Da findet sich sicher eine Lösung. Wenn man halt die Tiere über das Mäuseasyl holt, über Tierheim oder andere Organisationen, ist so eine Maus ja mitunter schon mal billiger, weil dann wird meistens nur eine Schutzgebühr von 10 bis 20 € fällig. Bei eBay Kleinanzeigen ist das natürlich auch so eine Sache. Meistens sind das keine seriösen Züchter, sondern einfach so zusammengewürfelte Mäuse, die einfach zusammengesetzt wurden, um Babys zu machen und die werden dann auch teuer verkauft, auch teilweise 30, 50 Euro. Wo wir gerade beim Thema eBay Kleinanzeigen waren, bei eBay Kleinanzeigen findet sich natürlich noch etwas anderes Tolles außer Mäuse, nämlich die Unterkunft, weil die kleinen Mäuse müssen ja auch in einer Unterkunft wohnen. Ich habe mein Aquarium nicht von eBay Kleinanzeigen, sondern aus dem Hamsterforum. Dort hat nämlich jemand mein Hamsterkäfig gegen ein Aquarium getauscht. Das war sehr praktisch, weil sie wollte lieber einen Käfig haben und ich lieber ein Aquarium. Ja, und bei eBay Kleinanzeigen habe ich da die Unterkunft für den Yoshi gefunden.
Und dort findet sich mitunter auf jeden Fall gutes Material. Also es gibt auch manchmal richtigen Blödsinn. Hier zum Beispiel das Nagarium kostet halt auch relativ viel Geld, 120 Euro, aber ist von der Größe auf jeden Fall ausreichend. Hier, das wäre schon zu klein für Mäuse. Man muss halt immer genau schauen, wie das von der Größe ist. Hier zum Beispiel auch viel zu klein. Man kann da schon mal sehr viel Glück haben. Das hier zum Beispiel geeignet, Aquarium 130 x 60 x 50 für 75 Euro. Muss man halt dann überlegen. Ja, aber dort findet sich auf jeden Fall immer günstige Sachen. Dort sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Und deswegen ist es auch relativ schwierig zu sagen, wie teuer denn so ein Gehege in der Erstanschaffung ist, weil, wie man sieht, das kann auch mal ein Aquarium sein, das vielleicht ein bisschen benutzter ist, halt ein bisschen dreckig. Dann fängt das schon bei 15 Euro an und nach das Ende ist eigentlich offen. Also man kann natürlich auch ein Aquarium sich kaufen für 700 Euro. Also mit irgendwie Aufsatz, allem drum und dran. Im Durchschnitt kostet so eine Behausung zwischen 80 und 150 Euro, habe ich ungefähr das Gefühl immer. Wenn man eine wirklich schöne und individuelle Behausung für seine Rennmäuse möchte, dann kann ich hier nur Glas-Klinkhammer jedem ans Herz legen. Dort werden die Aquarien selbst hergestellt. Man sieht das hier auf der Homepage. Eigentlich sind das auch für Reptilien, aber der stellt natürlich auch Aquarien für Rennmäuse her. Da kann man sich die Maße halt ganz genau aussuchen, bekommt neuwertige, tolle Ware, kostet dementsprechend natürlich auch um die 300 bis 1000 Euro, je nachdem, was man möchte. Muss man halt zu überlegen, sieht auch sehr schön aus. Ja, wollte ich euch noch einmal hier vorstellen. Bei RodiPet gibt es neuerdings auch Behausungen für Hamster, die sich vielleicht auch gegebenenfalls für Mäuse eignen, obwohl ich da noch nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Hier zum Beispiel das 120 x 50 x 50. Es sieht ja schon aus, dass es aus Holz ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Rennmäuse ein bisschen durchnagen. Und ich finde es für die 200 Euro doch relativ teuer. Wem das optisch aber gefällt, kann man auch auf RodiPet fündig werden. So, wo wir gerade auf RodiPet sind, neben der Behausung braucht so eine kleine Rennmaus oder zwei kleine Rennmäuse natürlich auch Zubehör. Da kann man sich wirklich alles kaufen, was das Herz begehrt. Zum Beispiel bei RodiPet gibt es ganz viel Zubehör. Da gibt es Korkröhren, da gibt es so Grasnester, da gibt es Etagen, da gibt es Futternäpfe, alles Mögliche. Und was ich sehr schön finde, ist halt, dass es so eine Art Starter-Kit gibt. Zum Beispiel hier für Goldhamster ist das jetzt. Hier ist zum Beispiel eins für Rennmäuse. Kann ich euch auch einmal zeigen. Hier. Dort gibt es nämlich, hier steht alles drin, was hier drin ist. Kostet 220 Euro, hat 28 Teile, lohnt sich also schon. Zum Beispiel ist dann hier so ein Laufrad dabei und hier so ein kleines süßes Häuschen. Und hier eine Etage, die ist auf jeden Fall wichtig immer. Ganz viel zum Durchlaufen. Hier so ganz viele verschiedene Röhren. Also hier ist auch eine süße Rennmaus, die das anscheinend getestet hat. Ja, für 22 Euro ist schon ein stolzer Preis, aber man hat dann, wie gesagt, alles auf einen Schlag. Wenn man das halt natürlich nicht ausgeben möchte, gibt es auch noch viele andere Seiten. Zum Beispiel wird man auch auf Zoo Plus fündig. Da kann man halt auch schauen. Dort gibt es auch einige Sachen. Nicht alles ist dort auch geeignet, muss ich dazu sagen. Zum Beispiel dieses Gehege ist viel zu klein. Aber dort gibt es auch einige schöne Artikel. Muss man sich halt ein bisschen informieren. Und wenn ihr irgendwie Interesse habt, dass ich euch mal geeignete Einrichtungen für Rennmäuse vorstelle, schreibt es mir in die Kommentare. Ich mache das sehr gerne. Auf der Seite GetZoo gibt es auch viel Zubehör. Zum Beispiel gibt es hier richtig schöne Holzhäuser. Wisst ihr, Twix hat ja auch so ein Häuschen mit seinem neuen Partner. Hier gibt es halt, wie gesagt, schöne Häuschen. Hier auch Tränken. Also man kann sich ganz, ganz viel schönes Zubehör zusammenbasteln für die Mäuse. Wie gesagt, man kann es auch wirklich selber basteln. Das ist dann natürlich was anderes. So würde ich sagen, Zubehör kostet so ab 50 Euro bis 100 Euro. Und dann hat man auch wirklich alles, was so eine kleine Rennmaus möchte. Grenzt es natürlich nach oben immer offen. Was ganz wichtig ist, was wirklich immer anfällt, also an Kosten, sind natürlich Futter, Sand und Nistmaterial. Je nachdem, wo man das Futter kaufen möchte, ich zum Beispiel kaufe ja mein Futter bei Mixerama
Und bei der Futterkrämerei, da kriegt man halt schon relativ gute Fertigmischungen. Zum Beispiel hier kaufe ich ja immer für den Yoshi ein, aber hier gibt es zum Beispiel auch welche für Mäuse. Da kriegt man halt, wie gesagt, hier für 6,99 € richtig gutes Futter für 1 Kilogramm. Ja, Mäuse essen natürlich mehr, weil sie sind zu zweit. Deswegen sollte man halt schon so, ich plane halt so alle 2 Monate ungefähr 20 € ein für die Mäuse. Ja, weil die halt auch noch so ein paar Extras kriegen, wie Mehlwürmer, Seidenraupen, Heuschrecken, irgendwelche Blüten oder anderes Knabbermaterial. Zum Beispiel knabbern die auch gerne so Birken, Rinde. Sollte man auf jeden Fall einplanen. Dabei ist meistens auch schon der Sand, obwohl der nicht alle 2 Monate fällig wird, sondern halt der wirklich länger hält. Also hier kann man zum Beispiel auch Heu und Stroh kaufen, was super praktisch ist. Stroh lieben meine Mäuse auch. Muss man halt immer schauen. Kriegen die nicht immer, nur manchmal. Je nachdem, weil es halt noch was Besonderes sein soll. Weil wenn ich das so oft reinkippe, finden die es halt auch irgendwann langweilig. Ja, dann kann man, wie gesagt, hier alles selbst zusammenstellen. Ich habe ja gerade schon die Futterkrämerei erwähnt. Da bestelle ich ja immer das Futter für die Rennmäuse, das Hauptfutter. Hier bei den Futtermischungen. Wo sind sie? Mäuse. Dort bestelle ich immer das All-Inclusive-Futter für Rennmäuse, dieses hier. Das kommt richtig gut an. Und man kann natürlich auch tierisches Eiweiß bestellen, alles Mögliche. Das ist halt, muss man immer ungefähr denken. Also ich würde sagen, so alle 2 Monate ist man mit 20 € gut bedient. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr zurücklegt, dann kann man Heu, Sand, hat man alles mit drin. Dann kommen wir zu den unregelmäßigen Kosten. Denn diese können natürlich auch anfallen, denn die Rennmäuse können ja auch mal krank werden. Ich habe ein bisschen mal so eine Übersichtsseite rausgesucht bei Jameda. Da kann man hier den Standort eingeben, zum Beispiel halt, weiß ich nicht, Berlin. Klickt man da drauf und dann sieht man halt, welche Tierärzte in Berlin es gibt und dann halt auch schon mal so eine kleine Bewertung. Es gibt auch andere Übersichtslisten, es gibt auch einige Foren, wo man gute Tierärzte findet. Ja, muss man sich halt immer ein bisschen durchklicken. Nicht jeder Tierarzt ist halt nageaffin, da muss man sich halt echt mal ein bisschen durchklicken. Ja, so ein Tierarzt kann mitunter schon mal relativ teuer sein, deswegen empfehle ich immer, so eine kleine Spardose für Tierarztbesuche anzulegen, dass, falls was anfällt, man einfach das Geld aus dieser Spardose nehmen kann. Ein einfacher Kontrollbesuch kann schon mal 10 € kosten. Oder halt, wenn das kleine Tier eingeschläfert werden muss, kostet das auch Geld. Das ist so um die 25 bis 30 € kostet das. Ja, und wenn ein Tier zum Beispiel eine OP haben muss, kann das auch sehr teuer werden. Als ich den Kappa operiert habe, waren das auch über 120 €. Und deswegen sollte man auf jeden Fall immer Geld zurücklegen. So hat man insgesamt ungefähr einen Anschaffungspreis von 160 €, würde ich mal schätzen. Das ist so der Mittelwert ungefähr. Und immer anfallende Kosten sind so bei 20 bis 30 €. Jetzt nicht unbedingt pro Monat, aber so alle 2 Monate. Und man sollte halt immer Rücklagen haben für Tierarztbesuche. Also, wenn ihr dann dazu noch irgendwelche Fragen habt oder andere Wünsche habt, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich bedanke mich. Tschüss.